Mein Name ist Eva-Maria Kapf und ich komme aus Wien. Abgesehen jetzt von der jetzigen Ausstellung, würde ich gerne von dir wissen, was in deinem künstlerischen Leben so deine Hauptthemen sind, mit denen du dich am liebsten beschäftigst und mit welchen Materialien du deine Ideen in der Regel oder am liebsten umsetzt. Ja, also begonnen habe ich hauptsächlich mit Natur zu malen. Und langsam komme ich dazu, eine weitere Ebene einzuziehen, also nicht die reine Natur, schöne Lichtstimmungen oder so, sondern ein bisschen drüber nachzudenken, noch was einzubauen. Eine Erfindung von mir ist das Papageienauge. Das gibt es noch nicht, oder gibt es sicher bald, eine Verbindung von Nanotechnologie und Technik, die alles überwacht, was ja ein großes Thema ist. Und also alles registriert, alles überwacht und eigentlich allgegenwärtig ist. Das versuche ich jetzt irgendwie ein bisschen einzubauen in meiner Sache. Mhm. Und von der Technik her liebe ich Öl bzw. Öl auf Acryl oder nur Acryl, wenn es eilig ist. Mhm. Gut, und jetzt zu der jetzigen Ausstellung. Da hast du ein tolles Objekt geschaffen. Ich würde jetzt gerne wissen, wie war denn deine Reaktion auf das Thema Polster? Was hast du da gedacht, was kann man da machen mit einem Polster? Und was beinhaltet deine Arbeit? Was ist die Aussage davon? Ja, also das Thema Polster, man hat gedacht, ja, brauche ich nicht, mache ich nicht, was soll das? Und schon macht es Klick und ich hatte die Idee, die jetzt gemalt da liegt. Und für mich ist der Polster, den ich da gemacht habe, ist eigentlich ein Polster ins Universum eingebettet. Also nicht vom Menschen, der am Polster liegt und halt im Universum lebt, sondern der umgekehrte Weg. Darum ist mein Polster im Raumzeitgitter ein bisschen. Und die Träume, Dreaming Pillow heißt mein Polster, das sind Nebelgalaxien, die so durchziehen. Und um auf das Leben zu verweisen, habe ich dann noch Wassertropfen gemalt, auf das biologische Leben, was wieder zu Menschen führt, die Polster brauchen. Und ja, mein Papageienauge beobachtet. Mhm. Und wenn wir dich jetzt beobachten in der nächsten Zeit, was wird sich da entwickeln? Gibt es irgendwelche besonderen Ausstellungen oder ein besonderes Projekt oder bleibt es fürs erste Mal bei den Papageien? Es bleibt nur Papageienauge ohne Federn. Nein, ich habe eine Ausstellung, die kommt, dafür muss ich machen. Chinesische Duschmalerei, das wurde schon voriges Jahr vereinbart und daran arbeite ich jetzt. Das ist ganz anders als Ölmalerei. Das mache ich auch ein bisschen, aber es ist so zur Entspannung zwischendurch nicht mein Hauptding. Und nebenbei mache ich Ölbilder weiter. Thema Umweltverschmutzung ein bisschen, aber mit Natur, also in Natur eingebettete Umweltverschmutzung, sodass man es nicht auf Anhieb merkt, aber wenn man aufmerksam schaut, halt dann zum Nachdenken anfängt und doch manches entdeckt am Bild. Gut, dann vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Liebe für die Zukunft und danke, dass du da mitgemacht hast. Viel Kreativität weiterhin. Ich danke, dass ich mit tun durfte. Das war eine große Ehre. Dankeschön. Danke.